I don't like this. Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Just those fucking crows. Something might have scared them off. I hope you're right. Maybe they found someplace better. Well, unless we can find another boat, looks like we're stuck here. Looks abandoned. Doesn't mean it is, though. Let's see if we can find your friends. I thought you'd given up on them. Doesn't hurt to look. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Und damit willkommen zurück zu The Walking Dead Mission. Es geht weiter, wir sind nun hier und werden mal schauen, ob es da irgendjemanden noch Lebendiges gibt. Oder die Materialien für unser Boot, die könnten wir auch ausfindig machen. Da hinten ist noch ein Streuner, den können wir uns mal ansehen. Those walkers aren't gonna stay put for long. We need to get going. Ja, die baden noch ein bisschen, ne? Aber wir sollten uns wirklich beeilen, dass da irgendwas schief geht. Ein abgetrennter Arm. Tja, was machen wir nun mit der Erkenntnis, dass da ein abgetrennter Arm liegt? Ich weiß es nicht. Wir lassen ihn liegen, würde ich sagen. So, wir haben es schon gehört. Wir haben wahrscheinlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder gingen wir durch das Fenster oder wir gehen die Leiter hoch. Ich halte es eigentlich für ein bisschen sicherer, wenn wir die Leiter benutzen. Einfach, weil wir dann sehen, was vor uns kommt. Wenn wir das Fenster hopsen, wer weiß, was da alles drin ist. Wir können es aber ja zumindest mal untersuchen. Close quarters in there. Easy to get trapped if we're not careful. Genau, die Befürchtung habe ich eben auch, dass da schnell was schief gehen kann. Diese Stützen. Someone took a lot of care to keep this ferry from listing. Wonder where they are. Ja, vielleicht sind sie ja noch teilweise da drin. So, ich glaube, ich kann mit dir auch noch mal reden. Nee, ich kann mir da was anderes ansehen noch. Die geschweißte Platte. This patch has been welded on. This is fresh work. Okay, gut. Gemalter Name. The Mob Jack. Mob Jack. Okay. Dann, ja, hier noch gucken. Antenne ist natürlich auch super praktisch. Ich kann mit der Maus nicht weiter nach oben. Ich kann nicht auf. There's an antenna up there. Ah. Might be the signal we picked up. She might still be inside. Da hat man wohl eine Eindeutschung vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Okay, dann jetzt mal hoch hier. Oder auch die erstmal untersuchen. We could get to the upper deck this way. This thing doesn't fall apart. Ja, genau den Weg werden wir nehmen. All right. Let's hope this thing holds. Sieht eigentlich relativ stabil aus. Thanks. Oh oh. Jetzt aber zack, ich hopp. Das schafft er doch wohl noch. Nein. Weiter. Deinem Freund. Pete, hurry. Okay, komm. Seems like this place was someone's home for a while. Do you think your friends came through here? It's hard to be sure. We should look around. Sch-
Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben sie es ja relativ gut zurecht gemacht. Aber irgendwas muss ja passiert sein. Carter. Maybe we'll find something down there. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honeybars. Always. Na klar. Floßschrank. Here we go. Man scheint hier im Gegensatz zu Staffel 2 deutlich mehr Momente haben, wo man Dinge sich anschaut, untersucht und so weiter. Das finde ich gut. Nothing but a hunk of old metal. Metallstück. Rebar. Mitnehmen. Könnte nützlich werden. Ja, sie nimmt auch relativ viel mit. Das gefällt mir auch. Die Tür muss noch warten. Vielleicht brauchen wir dafür die Metallstange, um das irgendwie aufzubrechen oder so. Wenn wir dann merken. Vielleicht gibt es hier noch mehr. Was haben wir denn da? Bank. This place isn't in great shape. Ja, da wird sich niemand mehr draufsetzen. Hallo Vogel. So many crows. Ja, ne? Nothing around for them to eat, though. I noticed. Die warten nur, bis wir ableben. Hoffentlich müssen sie noch ein bisschen länger warten. Da rumliegt, interessiert sie nicht. Ja gut, dann werden wir wohl die Tür jetzt mal aufmachen oder aufbrechen müssen. Locked. If one of us can get our hand through here, maybe we can unlock it. Das gefällt mir nicht. Wer weiß, dass er drin ist und uns dann vielleicht beißt. Machete gefällt mir auch nicht. Nicht, dass er abbricht. Da ist wirklich die Stahlstange wahrscheinlich am besten, würde ich sagen. Nice. Genau, erstmal sicher gehen, dass da nichts ist. Da ist Blut. Allerdings scheint es ruhig zu sein. Könnte man einen schönen Schreckeffekt einbauen. Es könnte natürlich da unten trotzdem was rumlungern, man weiß es nicht, ne? Hier ist nichts, was ich anklicken könnte. Also raus. I don't see anything. Doesn't mean there's nothing there, though. No. The question is, which one of us wants to reach in there to open it? One of us has to do it, right? Ich bin der Hauptprotagonist, also mit mir nichts passiert. I'm sure we'd hear something if anything was on the other side. Pretty sure we'd hear something. I'll do it. Well. Here goes nothing. Be careful. Man, alles um mich herum kann sterben, aber ich eigentlich nicht. Vor allem mich schon nicht, ne? Wir wissen ja, dass es mit dir weitergeht. Okay, halte es gedrückt, um hineinzufassen. Gut, ich könnte ein Game Over bekommen. Oh oh, da ist jemand mit Handschellen gefesselt. Vorsichtig, mich schon. Need some help, Pete. Ready when you are. Ach, hey, ich muss mal aufdrücken. Eieiei, ich glaube, das lebt nicht mehr, was da gefesselt ist. Come on. Oh God. These aren't your friends. No, no. They don't look like walkers. Wonder what happened to them.
Warum haben sie sich nicht verwandelt, frage ich mich. Ach, eine Schusswunde im Kopf. Okay, alles klar. Das ist ja übrig, die Sache. Moment, ich guck mir die an. Whoever did this made sure they wouldn't come back. Okay, dann kann ich ihn ja ruhig abbinden. Their wrists are zip-tied. They couldn't fight back. These people hadn't turned. They were executed. Jesus. Holy shit. Don't leave us here. We want to come with you. Stay here. I'll be back soon. Molly, when are you coming back? This photo. These are their kids. Vanessa and Rashid were here. If they left this behind... Michonne. You okay? You've got that look. Same look you had when... Haven't seen it in a while. I'm fine. You don't look fine. All right. They wouldn't have left this on purpose. I gotta hope they're still alive. That they made it off this thing. Vorsichtig. Ja, das ist schon wieder sehr spannend, ne? Wir scheinen auf jeden Fall wieder einen menschlichen Widersacher zu haben. Wird nicht einfach, unsere Freunde wiederzubekommen. Oh Gott, wer von denen lebt noch und wer nicht? Also als Streuner jetzt. Einen hört man ja. Oh. If we're gonna find anything in this boat, it'll be in here. Mann, 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 das ist ja voll die Folterungsschiff hier. Also wer immer das getan hat, der muss ganz schön sadistisch drauf sein. So, ich würde sagen, den erstmal erledigen. Wir können ihn natürlich auch erstmal ansehen. Jeez. Someone strung him up and left him to be eaten. Boah. Das ist total und widerlich. Und natürlich hat er sich selbst verwandelt dann. Nee, sonst gibt's hier nichts. Kann nicht rumlaufen, deswegen erledigen wir ihn. Poor bastard. What we saw up there, the execution of those people, what was done to that poor man. Who the fuck could have done that? It wasn't war. It wasn't even self-defense. No one else did this to them. They did it to each other. I've seen it before. This world changes the best of us. Sometimes for the worst. Not like this. Hold up. We don't know what's in there. Okay. Wir hören mal nix. Also öffnen wir die Tür. Langsam. What do you see? There's a duffel bag.
Looks like it's in good shape. Any sign of people? No walkers, right? Looks quiet. But keep your guard up. My guard's always up. Thanks. Wow. Someone scavenged everything else but left this? Makes no sense. I know, but damn. We could really use this stuff. Das ist ja jetzt wirklich krass. Also, wer geht denn plündern und hinterlässt das alles? Da ist ja alles drin. Proviant, Medikamente. Muni. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sogar Zigaretten. Okay, gucken wir uns erstmal die Medikamenten an. Bunch of medicine. Where'd all this stuff come from? Frage. Food. Da ist wieder das Mädchen, das mit Clementine ständig in Vergleich gebracht wird. Oh my god. Mary Lily's peaches and beans. God, I used to have these 3 times a day, breakfast, lunch and dinner. Drove my mom crazy. Plenty of ammunition. Was für ein kleiner Jackpot hier. Cigarettes. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. We should see what else we can find. Wo ist der Haken? Natürlich da unten noch was. Was ist das? Glas mit Süßigkeiten, tatsächlich. Aber pass auf, hinter der Theke könnte ja noch was sein. Okay, scheinbar nicht. Someone had a sweet tooth. Na komm, nimmst du mit. Du magst das Zeug doch. Tu mal gleich mit in die Tasche. I haven't had one of those in years. Who said I was gonna share? Naschkatze. Okay. Ach, ich weiß nicht. Ich trau der ganzen Sache noch nicht. Wir sind hier bei The Walking Dead. Da läuft es nicht einfach so, ja, eine Tasche voll mit Zeug. Ich glaube das nicht. Verkaufsautomat. This thing's probably been empty for years. But who knows? Ja, können wir mal dran treten. Vielleicht kommt noch was raus. You think candy bars are just gonna magically pour out of there? Hey, never hurts to try. So ist es. Ich würde es nochmal versuchen, wenn ich dürfte. Komm, probieren wir's. Ich will Süßigkeiten. Komm, alle guten Dinge sind 3. Komm, noch einmal. Ha! What I tell you. Da kann er nur noch den Kopf schütteln. Wenn es ums Süßes geht, ja, Geld werden wir am allerwenigsten brauchen in dieser Welt. Angucken können wir es uns ja trotzdem. We should take this on board. Start charging folks for boat tours. Genau. Das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht ist da was Sinnvolles drin. Money's still here. No use to anyone now. So ist es. Das war einmal. Sind die Währungen anders in dieser Welt. Da liegt noch was rum. Oh, Bandagen. Cute. Ja, und erfüllt seinen Zweck. Oak will love these. Ja, vorausgesetzt, wir kriegen die Tasche heil hier raus. Da habe ich nämlich noch so meine Zweifel. Das unbeschadet einfach so schaffen. Ach ja, dieser Spind. Someone forced it. Oh.
Whoever's in there, come on out. Shit. Back up. Back up. Ich hätte doch reinstechen sollen. Greg! What's going on? Easy. Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just... Tell me! Now! Careful! I'm Michonne, and that's Pete. We're just passing through. Yeah, sure you are. That bag belongs to us. So step aside, all right? Don't be stupid. I don't want to do this, but we need that stuff. So just back up. We get it, okay? Take it. It's yours. Whoa. Was? Cool. Sagt sie. Was ist hier los? Hey, stay put. Randall! Shit! Uiuiui. Looks like you caught our thieves. Nice job. You. Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Interesting. Thought you were a solo act. Guess we had you figured wrong. What the hell is going on? Don't play dumb. This is a misunderstanding. Sam here didn't do all this. Get them all onto the boat. And be careful. These new ones aren't fucking around. We'll take them to Norma. They try anything, shoot them. Let's see. Two canteens, a lighter, pocket knife, machete. Any bites, rashes, coughing? No, they're clean. You know we're gonna need those weapons back. Don't worry. You'll get them back. Once we've cleared all this bullshit. Up. Bullshit. Watch it, girl. You're in deep enough already. You know, if I had my way, I'd just dump you over the side. See how well you swim with your hands tied behind your back. Guy might talk to me. Norma's maybe I can get him to listen to reason. You're lucky she's but he doesn't shots. Seem like the most reasonable guy. Listen, I know guy. We can work something huh? out. We can just stop talking to you. Might be worth the shot. Don't say any. Let me do the talking. Hey, cut the chatter. You speak when spoken to. Understand? All right. You. We'll start with you. What's your name? It's okay. You can tell me. My name's Michonne. Randall.
Now that the pleasantries are behind us, let's talk about what you did. We didn't take anything from you. Shut your mouth. I'm talking to your cohort. Bet we're not the only ones you've stolen from. I didn't steal shit from you. Then you've got nothing to worry about. Let's see here. Nice machete. You handled those walkers back there, but how are you against something that can actually fight back? It's plenty sharp. Take good care of this blade. I can tell. Untie me, and I'll show you. I'll bet. Weapon like this, you gotta be comfortable getting in close. Getting messy. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mother? Father? A couple sisters, maybe? Not kids. You? Oh, man. I wouldn't have guessed that in a million years. So you. You got nothing left to lose. No wonder you're all stoic and shit. But hell, we all lose people. Ooh, I hit a nerve. Don't feel bad. I'm a lot like you. No shame in that. Look at that. Here we are. Monroe. Whoa. Hey, see them? Doubt you got a good look last time you were here. Too busy stealing from us to appreciate our little community. Bet you never gave them a second thought. Folks you fucked over? It wasn't us. What was that? We haven't been here before. Save it for Norma. My sister. She's the one in charge here. She'll be just thrilled to see you. Zachary, thank God. You hurt? I'm fine, Jonas. I'm fine. Here, found your missing medicine. Thanks. I'll get this back to the sick bay. Hey, your job's not done yet. Come on. Randall, what's all this? I hope I'd never see you again, Samantha. Norma, I'm... Not a word. Not from you. Found them on the ferry, along with this. That one there. Michonne? She's the one to watch out for. That true? You dangerous? You don't believe me? I've never been wrong about something like this. I think she's more than capable of speaking for herself, Randall. I got nothing against you people. Good. That'll make this easy. Randall, escort these ladies to the storeroom. Find somewhere comfortable for the other two. What? That's my brother! Come on. You got this under control? Sam! Greg, you'll be okay. Get moving.
Where are they taking Pete? Don't you worry about him. What about Greg? Looks a bit empty, doesn't it? Like something's missing. Luckily, my sister's good at getting answers. She'll find out what you did with the rest of it. And if she doesn't, the two of us are gonna have ourselves a talk. I'm not gonna let you do this. Keep an eye on her. She's got a knack for starting trouble. Anything goes down and I'm blaming you. And you don't want that. Trust me. See you soon. I'd say make yourself comfortable, but that's probably not gonna happen. Ugh, we've gotta get out of here. They're gonna hurt Greg. These people, you don't know what they're capable of. I'm worried about Pete too, okay? Should have never involved my brother in this, and now you, who knows what they're gonna do to him? Is Norma right? Did you steal those supplies? Well, I didn't steal the duffel bag, if that's what you're asking. This is my fault. I'm so sorry. I was just trying to protect my family, that's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. You're right. This is on you. And you're gonna tell Norma that. She's not gonna believe me. Then you'll have to be convincing. She won't listen. Ties are too tight. You see anything we can cut them with? Anything with a sharp edge. Was könnte uns denn hier helfen? Es muss ja in unmittelbarer Nähe eigentlich sein. Ich kann doch sie ansprechen, aber This used to be full. How should I know? Never be able to slip my hand out. Someone really loves their cigs. Same brand that was in the duffel. Das ist natürlich ein Indiz, ne? Der Dieb muss Raucher sein. Ganz klar. Mob Jack, like the ferry. These must have come from there. Okay. Sonst kann ich hier jetzt nichts erkennen, außer Sam natürlich. Ja. Wollt nur mal gucken. Ach, da haben wir ja noch die Vorräte. One of the Mob Jack's first aid kits. This is why there was nothing left on that ferry. It's all here. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken soll, sonst dreht sie nur wieder durch, aber vielleicht ist das genau das, was uns jetzt behilflich sein könnte. Mit Sam darf ich jetzt nicht mehr reden. Ja, ich muss es mir angucken. Ich habe auch die Wahl zwischen dem Roboter, dem Teddybär oder Chompy. Ich gucke mir mal Chompy an. Chompy the Dino? Okay, sonst kann ich mir jetzt nichts mehr angucken. Huch! Oh Gott! What's going on? This is freaking me out. You're freaking me out right now. I tried to help you. I know. I want to get out of this. I need you to tell me the truth. You saw those bodies back at the ferry? That was another group.
We trade it with them sometimes. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just murdered them. They were trying to run away. Why would you ever go back to the ferry? The radio. It was our only chance to reach outside help. That worked out well, didn't it? Obviously, we were wrong. Then they took what was left. That's why this stuff is here. That's what they do. They think they own everything on the water. Whatever they find, they take. And if you put up a fight... well, you know what happens. They just... it's nothing to them. I saw what Randall did. Now do you get it? If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Someone's coming back. The pipe's loose. Just a little more and I can get free. We have to get out of here. Ich weiß ja nicht. Probieren wir es. You with me? Besser wie sie alleine. Ich würde eh nicht auf mich hören, damit aufhören. Was ist mit mir jetzt? Listen, whoever comes through that door, we jump them. That's the only way we're getting out of here. It's now or never. What's it gonna be? Okay. Worth a shot. Let's do it. Aber ich wäre auch gern frei. Na, wahrscheinlich bin ich schon. Quiet down here. Here I was, ready for a fight. Nice work. Kept it together. Ich probier's. God damn it! Oh. Shit. I knew you were dangerous. Come on. Norma wants a word. Das hat's ja jetzt gebracht. Aber es passt zu mir schon. Ja, in solchen Situationen zumindest. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich muss echt sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Man muss sich natürlich erstmal so ein bisschen an das neue Szenario und die neuen Charaktere gewöhnen. Aber ich find's ehrlich gesagt von der Abmischung besser. Man hat deutlich mehr Momente, dass man mal selbst rumlaufen kann oder zumindest sich Sachen anschauen kann, untersuchen kann. Man hat einfach so ein bisschen die spielerische Ruhe. Und man kann auch da, auch kleiner Let's Player-Vorteil, ich kann auch ein bisschen mehr reden wie bei Staffel 2. Das gefällt mir richtig gut. Und dann auch noch die Komponente mit Michons Erinnerungen und den Kindern, dass man die manchmal sieht und so, und dass er da wieder diese Einbildungen hat. Das ist auch ziemlich spannend gemacht. Und wir sind ja erst am Anfang. Mal schauen, was da noch alles so auf uns zukommt. Nicht zu vergessen natürlich auch unsere Entscheidungen. Ich weiß jetzt nicht, na gut, aber ich denke, wenn ich jetzt hier lieb geblieben wäre, wäre es aufs Gleiche rausgekommen. Also, dass wir jetzt, die gute Sam jetzt nicht auf dem Boden liegen würde, wahrscheinlich. Naja, es ist noch ein bisschen zu früh, um zu rebellieren. Wir werden wohl noch ein bisschen bei denen bleiben müssen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Hat mir sehr gut gefallen. Euch hoffentlich auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis es hier wieder heißt, Let's Play The Walking Dead Mission. Bis dann.